Ist das nicht schön? Wow, das ist ein Engel, oder? Ein wunderschöner Engel. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute Schnee draußen und ja, wir werden heute den Tag richtig ausnutzen, solange noch Schnee gibt. Ja, solche Tage, wo Schnee gibt, sind leider nicht mehr so oft, wie es einmal früher war. Deswegen werden wir heute dann richtig Spaß haben. Schön schaut er aus. Klein, aber schön, oder? Ein Sommerhut. Ein Sommerhut. Ein Lili-Papa. Er schaut schön aus, oder? Ein Lili. Ja, ist ein kleiner Schneemann. Wir sind mal wieder im Haus. Draußen war ziemlich kalt, ist uns die Nase eingefroren. Und wir sind hier mit der ganzen Familie. Also fast. Fast, also ein Teil fehlt noch. Die Michelle hat schon gefrühstückt und der Patrick schläft. Ja. Der Patrick schläft wie ein Bär. Wir haben genau. Warte. So, hallo auch von mir, meine Lieben. Frisch geduscht. Mit kleinen Babymäuschen hier. Papa hat hier einen super Brunch aufgedeckt. Das ist nämlich schon ein bisschen später. Er hat sogar den Toaster hergebracht. Wir den Toaster essen wollen. Und schau mal, da sind Eier von unseren Hühnern. Ja, wir haben nämlich ganz. Also, Eier. Fast nur grüne Eier, sagt er, ja. Oder? Also, schreibt mal unten in die Kommentare, wer schon mal grüne Eier gesehen hat. Das, also ich wusste das auch nicht, bis wir uns selber Hühner geholt haben. Da gibt es nämlich eine Rasse, die heißt Grünleger und die legen tatsächlich nur grüne Eier. Lara? So, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen essen. Machst du mit Tomaten noch? Die Sophie mag auch was essen. Ja, mein Schatz, hier ist meine kleine Zuckerpuppe. Ich wollte ein Brot, ein Schenkchen und Butter. Michelle schlimm. Lisa, schau mal, ob das die Eier gemacht haben. Komm mit. Ja, schau da mal, da ist auch eine. Ja, gute Eier. Wow, die waren aber fleißig, oder? Ja. Ein Ei. Zwei Eier. Was? Wo? Die Hühner? Schmutzig ist es nicht, aber der Stroh ist nicht mehr frisch und das werde ich natürlich auch rausnehmen und frischer reingeben.
Hühnerstall ist sauber. Schaut so aus. Ich würde mich gerne mal kurz im Stroh hinlegen. Ja. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit dem Hühnerstall und jetzt bin ich mal wieder im Haus, denn ich werde jetzt für Mittag Schnitzel vorbereiten. Das ist eine unserer Lieblingsspeise. Die Kinder mögen das sehr gerne. Also die Schnitzel, die ich mache, schmecken schon anders als die, wie man kennt. Also die großen und die tiefgefrorene. Natürlich selbstgemacht, schmeckt immer gut. Ich habe schon alles hier vorbereitet, also ich habe etwas Hühnerfleisch da, zwei Hühnerbrüste und ja, Eier, Mehl und Semmelbrösel und ja, ich werde jetzt mal gleich zum Kochen beginnen, weil Hunger ist groß und Zeit haben wir auch nicht mehr. Und wie man sieht, ich bin da nicht alleine, kaum zu schneiden begonnen oder gar nicht einmal angefangen und ihr seid schon da, gell? Wollt ihr was? Kigaro. Zwei Stunden später. Und was wollt ihr denn? Die haben den mega Hunger, gell? Die warten hier alle ganz brav. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt ist die Emi dran. Emi? Emi, komm. Und jetzt kriegt der Piff auch, ja? Der Piff muss auch was kriegen. So, wie man sieht, unter diesen Bedingungen kann man nicht wirklich kochen. Wir haben lauter Bettler im Haus. Die stehen noch immer ganz da an der Reihe. Vielleicht kriegst du mal mehr oder der andere oder wann bin ich dran. Aber es gibt kein Fleisch mehr. Genug? Hm? Ich habe kein Fleisch mehr eben. Was soll dir noch geben, Sophie? Gib kein Fleisch mehr. Aus. Verstehst du mich? Beef. Ich habe kein Fleisch mehr. Alles weg? Naja, geh mal eben ausjagen oder irgendwas. Da. Ich werde jetzt mal die Kamera mal kurz ausschalten, weil geht mit dem Kochen leider nicht voran. So, meine Lieben, das Essen ist fertig. Schaut so aus. Kein Wunder, das ist ja kein Porridge, sondern Wildreis, genau. Niam, niam. Wir werden gleich jetzt zum Essen beginnen. Die Mama kommt auch gleich und ja, also da werde ich die Kamera mal kurz ausschalten, weil sonst hört sie uns beim Schmatzen. Ja, die Mama kommt schon. Wo hast du denn das letzte Mal gebloggt, Papa? Als wir gegessen haben, stimmt. Jetzt haben wir schon längere Zeit nicht mehr gebloggt, weil wir haben hier im Wohnzimmer Zeit miteinander verbracht als Family. Und der Papa hat das Video geschnitten, stimmt? Papa hat Video geschnitten. Die Michelle und die, also Michelle, Lara und Luisa haben auch gemeinsam gebadet. Das war auch so süß. Ab und zu baden sie zu dritt. Ich weiß gar nicht, wie die da alle drei Platz haben in der Wanne. Wir haben gut Platz. Die Hälfte vom Wasser war am Boden. Ja. Habt ihr gut Platz? Und wir haben sie ein bisschen geplanscht. Planschen. Ja, und jetzt haben die Kinder, also heute ist ja Sonntag und morgen ist Montag und morgen haben sie Ferien. Semesterferien sind ja bei uns. Dann ist doch mal, wann ist Kindergarten? Eine Woche habt ihr jetzt frei und dann ist wieder Kindergarten. Ja, und jetzt sitzen wir aktuell hier und wir schauen, wollten jetzt eine Serie anfangen, aber wir werden wahrscheinlich zuerst die Kinder ins Bett bringen, weil die haben jetzt bis jetzt Mikado gespielt, kann ich euch mal zeigen. Riesen Mikado gespielt, Luisa hat ein bisschen Lego gespielt. Das habe ich gestern habe ich gewonnen, ich habe alle gekriegt. Du richtig, was? Wer wollte ich? Lego? Ich habe alle gekriegt davon. Lara, Lara hat gewonnen. Karton, dass man die Marokko reingeben. Marokko, das heißt Mikado, Papa. Was ist Marokko? Wer nennt so? Luisa, pass auf. Und die kleine Babymaus schläft auf Mama. Lara macht auch Titi. Und lächelt. Es geht auch nicht. Und da ist die kleine Luisa. Bruder Baby? Ja. Oh, Luisa nennt die Bruder Baby. Sind wir Bruder und Cousin? Nein, ich muss die Kaffee mit der Nase weggezahnt.
Aber wir können schlafen ohne Kakao. Vielleicht beim Patrick unter. Aber Rune kann wieder aber was mit Kakao trinken. Sie muss jetzt erst den Kakao trinken und dann geht sie ins Bett, oder? Ich mag Kaffee gucken. Anstrengend. Aber es ist aber schon sehr spät, wirklich. So, meine Lieben, wir schauen jetzt eine Serie und die Kleinen schlafen schon. Also hier sind wir Patrick, Papa und ich. Papa, mal aufpassen, wenn man den Film einbaut. Ich bin sehr sexy angezogen. Der Papa ist hier, kleiner Philipp ist hier und ich bin hier. Die Kleinen schlafen. Also all die Mädels, alle drei. Ja, und deswegen. Danke fürs Zuschauen.